Man kann fast überall leben. In Düsseldorf, Cottbus, Braunschweig, sogar in München. Aber in Köln, das geht gar nicht. Mann, ist es da scheiße. Die ganze Stadt ist eng und laut, es gibt entschieden zu viel hässliche Kirchen und der Fluss sieht aus wie die Einfahrt zum Containerhafen Rotterdam. Mitten in die zugebaute Innenstadt drängelt sich ein Dom, arrangiert wie von unten durch eine Betonplatte geschossen. Grauenhaft. Der Rest der Gegend ist City von der Stange. Schlecker, Grillrestaurant Athen, Karstadt, Job und Aldi-Markt. Nicht weiter schlimm, so sieht's halt überall aus im Land der Bekloppten und Bescheuerten. In Köln kommt aber erschwerend hinzu, dass der behämmerte Ureinwohner seinen debilen Kaff tatsächlich für eine scharfe Metropole hält. Und genau das macht den Aufenthalt in der Mediendeponie am Rhein so unerträglich. Es ist nicht die 0815-Stadt, es sind die blöden Leute. Ein unerträglich von sich selbst eingenommener Menschenschlag, vulgär, laut und zotig. Extra für diese Hominiden werden Primitivprodukte hergestellt, die es sonst zum Glück nirgends gibt. Ein Bierersatz, der nach Pisse schmeckt und eine bekloppten Musik in eingeborenen Sprache. Bab, De Höhner, Blackfoes, Gabi Köster, Hella von Sinnen, RTL, Karneval und Kölsch. So stelle ich mir den Eingangsbereich der Hölle vor. Der Kölner hingegen nicht. Er hält das für normal. Was Wunder, er hat ja sein blödes Köln auch noch nie verlassen. Die höchste vorstellbare Form von Fremdheit und Exotik ist für ihn der Düsseldorfer. Konrad Adenauer, immerhin eine Zeit lang Bundeskanzler, hielt Berlin schon für Russland. Mehr ging eben in die rheinische Runzelrübe nicht rein. Wie kein anderer Städter dieser Republik findet der Kölner nur gut, was aus Köln ist. Zugleich hält sich der Trampel aber für weltoffen und kontaktfreudig. Das sieht in etwa so aus, dass sich in einer Kölner Kaschemme wildfremde Blödiane zu dir an den Tisch setzen und mit ihrem vulgären Dialekt anspucken. Wenn du noch mehr Pech hast, kommt einer der vagabundierenden Urinkellner vorbei und stellt dir eine Stange schaler Jauche vor die Nase. Prost Mahlzeit. Diese Stadt überlässt man besser den Bekloppten, die es freiwillig dort aushalten. Wenn man ihn allerdings ärgern will, den Kölner, dann erzählt man ihm, man finde alles Kölsche total klasse. Die Doofenmucke von Bab, dass jeder schwul ist, den Karneval, einfach alles. Aber am besten fände man das Altbier hier. Das sei ja sowas von schweinelecker und würde zu der Stadt passen wie ein Arsch auf dem Eimer. Spätestens dann darf man sich rühmen, einen Kölner als Feind zu haben.